Kapitel 11. Hydropi, der zweite Drache. Noch würde meine Reise in diesem Team weitergehen. Für wie lange? Nur die Sterne kannten die Antwort. Doch für nun war es an der Zeit, auch unser zweites Teammitglied zu uns zu holen. Am frühen Morgen traf das Schiff an der Küste des Bergkontinentes ein. Wenige Stunden trennten uns noch von der OGR-Hauptstelle, in welcher Latios sein Werk schon seit langem nachging. Wir hatten allgemein nicht sonderlich viel von ihm im Verlauf der Monate. Er war meist zu sehr in irgendwelche Arbeit vertieft und nahm alles, was er tat, ziemlich ernst. Für ihn kam Faulheit oder gar ein Misserfolg nicht in Frage. Ich wusste, dass Lord Ecke von uns allen noch am besten mit ihm in Kontakt stand. Aber weniger aus privaten als aus beruflichen Gründen. Es fiel mir wirklich auf, wie sehr sich das Team im Verlauf der letzten Jahre auseinandergelebt hatte. Jeder hatte seinen eigenen Weg eingeschlagen, auch wenn die Wege mancher einfach zusammen gehörten. Und obwohl jeder sein eigenes Leben hatte. Trotzdem war keine Frage, dass alle von ihnen bereit waren, dieses ruhen zu lassen, um sich auf eine lebensgefährliche Reise zu begeben. Und weshalb? Weil sie es als eine Bestimmung sehen? Viele denken vermutlich, dass dies der Grund für unser oder zumindest ihr Handeln ist. Und ja, es mag eine Rolle spielen. Doch was für sie alle viel wichtiger ist, sie begleiten einander so bedingungslos, weil sie ein Team sind. Weil sie Vertrauen ineinander haben. Sie alle sind ein Teil von etwas Größerem. Sie alle sind in diesem Team richtig. Das Team macht sie stärker und sie das Team. Sie alle sahen das. Nur ich nicht. Im Verlauf der letzten Monate und Jahre schien immer klarer und klarer zu werden, dass ich nie dazu bestimmt war, Teil dieses Teams zu sein. Dass ich nie etwas beigetragen hatte, so wie die anderen. Aber nach dem, was Lord Ecke gesagt hatte, was, wenn ich mir das nur einredete? Sah ich einfach nur nicht die Wahrheit? Oder sahen die anderen eine falsche Wahrheit? Doch egal, wie man es drehte und wendete, was nicht zu bestreiten war, war, dass sie alle immer zu mir gestanden hatten. Egal, ob ich für dieses Team bestimmt war oder nicht, die anderen hatten mich immer als Teil dieses Teams behandelt. Und auf dieser Reise würde ich mich erkenntlich zeigen. Ich würde alles geben und vielleicht so sogar die Wahrheit über mich selber finden. Nachdem das Schiff angelegt hatte, hatten wir noch ein paar wenige Stunden Fußmarsch vor uns. Weder Lord Ecke noch ich sprachen in der Zeit viel. Unser Streit vom Vortag hatte Spuren hinterlassen. Spuren, die wahrscheinlich gar nicht mehr verschwinden würden. Lord Ecke hatte nun gesehen, was sich hinter meiner Fassade befinden konnte. Wut, Hass, Zweifel, Trauer. Alles Dinge, die die anderen von mir kaum gewohnt waren. Nach einiger Zeit erspähten wir in der Ferne schließlich eine kleine Stadt mit einem einzigen großen Gebilde. Dieses Gebäude war unser großes Ziel. Unsere Reise zu unserem zweiten Teammitglied war so ziemlich zu Ende. Ob Latias wohl schon in der Nähe davon wäre, Ivy zu finden? Meine Gruppe lag jedenfalls sehr gut in der Zeit. 2 Wochen hatten wir gesagt, würden wir brauchen. Und bei unserem derzeitigen Tempo würde ich knapp eine benötigen. Aber Seemups war die trickreichste Hürde auf dem Weg. Die Suche nach ihm konnte jede beliebige Länge von 10 Minuten aufwärts haben. Es war sogar möglich, dass wir es überhaupt nicht schaffen würden, ihn zu finden. Darüber, wie wir ihn suchen würden, mussten wir uns ohnehin noch Gedanken machen. Aber ich war optimistisch, dass Latios uns zumindest voranbringen könnte. Im Eingangsbereich der OGR-Hauptzentrale tummelten sich einige Pokémon, die wir einfach ignorierten. Am Empfang wurde unsere Anfrage schnell abgearbeitet. Wir sollten kurz unsere Anliegen erläutern und wurden dann gebeten zu warten, bis Latios bereit war, uns zu sehen. Was in etwa hieß, dass er erfahren würde, dass irgendwer mit ihm reden wollte, er sich aber Zeit lassen könne und er vermutlich auch noch, was auch immer er gerade tat, beendete, bevor er uns sehen würde. Und wenig überraschend saßen wir gefühlte Stunden im eingeengten Eingangsbereich, bis irgendwann endlich Latios aus einer der Türen gehetzt kam, der Empfangsdame eine Frage stellte und dann zu uns eilte. Hydropi, Lord Ecke, ihr seid es. Tut mir leid, dass ich euch hab warten lassen. Was gibt es denn? Einen dringenden Notfall, der unser gesamtes Team erfordert. Wir brauchen deine Hilfe, Latios. Wie man sich vielleicht schon denken konnte, dauerte es eine Weile, bis wir Latios alles erklärt hatten, so dass er es wirklich verstand, was die nächsten Schritte sein sollten. Trotzdem wirkte er tatsächlich unsicher.
Und ihr seid euch sicher, dass das unsere beste Chance ist, das ganze Team zu vereinigen. Seien wir ehrlich, wenn Latias Eevee findet und ihr beiden noch mitkommt, allein ihr vier würdet mit dem Ganzen noch problemlos fertig werden. Außerdem bin ich wirklich eingerostet, was meine Kampfkünste betrifft. Es ist egal, wie eingerostet oder nicht du bist, Latios. Und wir wissen nicht sicher, was uns in der dunklen Welt erwartet. Wir müssen dort mit unserer vollen Stärke antreten. Alles andere wäre naiv. Wir brauchen alle, auch dich. Also, bist du dabei? Er wirkte immer noch extrem unentschlossen. Doch Lord Eckes letzte Rede schien ihn überzeugt zu haben. Nun gut, wenn ihr meine Hilfe braucht, dann werde ich nicht nein sagen. Aber gebt mir bis morgen früh Zeit. Inzwischen ist es ohnehin Abend. Im Hotel müsste noch Platz sein. Ich organisiere dann alles und morgen können wir abreisen. Auch wenn es natürlich etwas nervte, so vertröstet zu werden, war es ein riesiger Fortschritt zu wissen, dass Latios nun auch auf unserer Seite war. Und mit seinen psychischen Kräften könnte er Seemobs vielleicht erreichen, damit wir auch ihn finden würden. Die Reise meiner Gruppe stand kurz vor ihrem Ende. Der schwierigste Part war bereits geschafft. Nun, der äußerlich schwierigste Teil zumindest. Für mich blieb das Schwierigste weiterhin die Ungewissheit und das Gefühl, dass die anderen meine Probleme nicht nachvollziehen konnten. Aber ich hatte es mir geschworen. Diese Reise würde ich vollenden. Egal wie. Wie Latios es bereits angekündigt hatte, bekamen wir ein Zimmer im lokalen Hotel, in dem wir rasteten und uns für den nächsten Morgen bereit machten. Wobei ich ehrlich gesagt ohnehin sehr sicher war. Rast würden wir noch zur Genüge bekommen. Ich glaubte nicht daran, dass Latias ihre Aufgabe so schnell erfüllen konnte wie ich. Ich hoffte nur, dass sie es schaffte, sich an die ausgemachten 2 Wochen zu halten. Ansonsten würden wir uns wohl etwas anderes ausdenken müssen. Latios kam bereits früh vollkommen vorbereitet zu uns. Er hatte alles Organisatorische geregelt, seine Sachen gepackt und war bereit für ein Abenteuer. Doch wir würden nicht sofort aufbrechen. Ich wollte das Thema Seemobs sehr schnell abgehakt haben. Du müsstest Seemobs telepathisch doch leicht erreichen können, oder nicht? Nichts leichter als das. Ich kenne seine mentale Wellenlänge und von daher dürfte es nichts geben, was mich daran hindert, ihn jetzt zu erreichen. Ich bin nur gespannt, wo er sich wohl rumtreibt. Bei ihm ist alles möglich. Von der anderen Seite der Welt bis zu den Abflussrohren dieser Stadt. Gib mir ein paar Minuten. Latios entfernte sich ein paar wenige Meter von uns. Er schloss die Augen und begann etwas nach oben in die Luft zu schweben. Als er begann ein wenig zu leuchten, wusste ich, dass er gerade dabei war, Kontakt zu seinem Ziel Pokémon herzustellen. Ich war sehr froh darüber, dass diese Möglichkeit letzten Endes doch bestand. Damit würden wir zwar die Erbse im Heuhaufen suchen müssen, aber die Erbse würde uns ihren Standort selbst mitteilen. Ich denke, ich muss nicht erklären, weshalb dies ein gutes Stück weiterhelfen würde. Wenn die Dinge doch nur einmal klappen würden, wie sie sollten. Nach rund 3 Minuten sank Latios wieder hinab und war mental wieder bei uns. Jedoch wirkte er sehr enttäuscht. Es geht nicht. Ich kann Seemobs Wellenlänge nicht wahrnehmen. Daraus kann sich nur eine Sache ergeben. Seemobs ist nicht in unserer Welt. Lord Ecke wirkte sofort schockiert von dieser Aussage. Meinst du etwa, er ist tot? Nein, zumindest nicht zwingend. Ihr wisst, dass ich Pokémon aus anderen Welten nicht erreichen kann, ohne Latias Hilfe zu haben. Deshalb kann ich zum Beispiel gerade auch nicht versuchen, sie zu erreichen, weil sie nicht in dieser Welt ist. Es ist durchaus möglich, dass Seemobs sich entschieden hat, wieder in seine alte Welt zurückzukehren und dort die Meere erkundet. Wenn das der Fall ist, dann werden wir nicht die Zeit haben, ihn zu suchen. Bist du dir sicher, dass du dich nicht einfach vertan hast? Ich bin kein Anfänger bei der Telepathie, Hydropie, ich bin mir sicher. Und da er nicht in dieser Welt ist, sehe ich keine große Wahl für uns. Aber wir müssen das ganze Team vereinen. Das ist die Mission. Ich fühlte Lord Eckes Trauer und Enttäuschung und verstand auch genau, weshalb er sich so fühlte. Aber gleichzeitig wusste ich, dass es keinen Zweck hätte, die Suche nach Seemobs unter diesen Umständen fortzusetzen. Wir müssen realistisch bleiben, Lord Ecke. Wenn wir jetzt auf gut Glück die Suche beginnen, dann verpassen wir die verabredete Zeit. Und wir wissen ja nicht einmal, ob Seemobs wirklich in der anderen Welt ist. Und wenn er woanders ist oder gar tot, dann wäre die Suche vollkommen vergeblich. Wir sollten nach Silberdorf zurückkehren. Wenn wir viel Glück haben und Seemobs wirklich in seiner alten Heimat ist, dann trifft er vielleicht auf Latias. Dann wird er sie nach Silberdorf begleiten. Aber für uns endet die Suche. Latios haben wir gefunden, dich auch. Mehr können wir jetzt nicht tun.
Erst hatte ich den Eindruck, dass Lord Ecke mir widersprechen wollte, jedoch selber realisierte, dass es keinen Sinn ergab. Wir konnten nur beten, dass es der kleinen Kugel zumindest gut ging. Und damit nahm unsere Suche eine überraschende Wendung und endete bereits hier, an diesem Ort. Wir machten uns also alle auf, um bald wieder in Silberdorf zu sein und dort auf Latias und hoffentlich Ivy zu warten. Jetzt hatten wir die Sammlung also komplett. Ich machte mir um jeden einzelnen unserer Freunde aus der anderen Welt Sorgen. Warum reagierte Ivy nicht? Würden Shinnok und Bulby Funkenherz finden? Was war mit Seemobs? So viel zur Vollversammlung unseres Teams. Würde es letztlich wahrlich so enden, dass nur diejenigen, die aus dieser Welt stammten, in der Schlacht in der dunklen Welt dabei wären? Wie bereits gesagt, wir konnten nicht mehr tun als zu beten. Unsere Reise zurück nach Silberdorf verlief ohne größere Zwischenfälle. Wir nahmen denselben Weg, den wir auch hingenommen hatten, auf dem Rückweg erneut. Der ursprüngliche Plan war noch gewesen, einen schnelleren Weg zu suchen, bei dem ich und Seemobs vermutlich selbst geschwommen wären, während Latios Lord Ecke geflogen hätte. Da wir nun jedoch alle Zeit der Welt hatten, war diese Eile nicht nötig. Und trotz der wahrscheinlichen Pause mussten wir unsere Kräfte sparen. Der große Unterschied zu unserem letzten Abenteuer war eindeutig. Dieses Mal hatten wir keine Ahnung, mit wem wir es zu tun hatten. Auf der ersten Reise meiner Freunde war es die dunkle Macht, von der wir nun wissen, dass sie dies nicht ist, auf der zweiten ebenfalls. Die dritte Reise wurde von der Macht der Determination überschattet. Und der Fokus in unserem letzten Abenteuer stand auf dem wahnsinnigen Kriegsherrn Darkrai. Aber wer war der Feind in der dunklen Welt? Nur die Zeit würde es zeigen können. Und so trafen wir nach wenigen weiteren Tagen zu dritt in dem Dorf ein, das damals den großen Startpunkt darstellte. Silberdorf. Früher unser aller Heimat. Und wieder einmal stand sie auf dem Spiel. Was wir nicht vergessen durften, auch wenn das mysteriöse Wesen derzeit die dunkle Welt bedrohte. Sein Hauptziel war offensichtlich die unsere. Das ist der Nachteil an einem Leben in einer Wurzelwelt. Wenn jemand dem Weltenbaum schaden will, dann tut er es von diesem Punkt aus. Die Heimkehrenden wurden im Dorf mit Freude empfangen. Natürlich wussten die Pokémon an diesem Ort bereits über die kommende Schlacht Bescheid. Sonst tat das in dieser Welt wohl kaum jemand. Nur die wenigen, welche von uns selbst eingeweiht wurden. Was mich nicht überraschte und wohl auch keinen von euch Zuhörern überraschen wird. Von Latias und Ivy gab es keine Spur. Dementsprechend blieb wirklich nur eine Sache. Warten. Jedoch wollte keiner von uns einfach stumpf warten. Unsere letzten ernsthaften Kämpfe lagen zu lange zurück. Wir alle brauchten Training, um wirklich bereit zu sein. Und so nutzten wir die verbliebenen Tage, um zu trainieren. Lord Ecke und Latios mussten wieder zu ihrer alten Form zurückfinden. Und ich? Wenn ich irgendwelche neue Kraft freisetzen wollte, dann war jetzt der Zeitpunkt. Ich gab alles, was ich hatte im Training und hatte wirklich das Gefühl, besser zu kämpfen als je zuvor. Im Vergleich zu Latios und Lord Ecke jedoch. Trotzdem schienen die beiden begeistert von meinen Leistungen. So energetisch habe ich dich noch nie erlebt. Dein Kampfstil könnte wirklich sehr effektiv sein. Und er passt zu dir. Mach weiter so, Kumpel. Mach weiter so. Nichts lag mir ferner. Ich wollte mehr erreichen. Mehr Kraft, mehr Leistung, mehr Ausdauer. Ich war einfach nicht zufrieden. Doch ich wusste selber, viel stärker würde ich vor unserer Abreise nicht mehr werden. Nun lag es an Latias. Wir konnten nur noch warten.